Ich hatte mir ja vorgenommen, mich bezüglich meines Make-ups ein bisschen zu challengen und habe in den letzten Wochen und Monaten vermehrt Produkte von Marken benutzt, die ich eigentlich so ein bisschen umgangen habe. Und deswegen dachte ich mir, machen wir heute einmal den Härtetest. Wir werden ein Full-Face Alterra Naturkosmetik in mein Gesicht bringen und schauen, welche Produkte lohnen sich wirklich, welche Produkte sind vielleicht ein bisschen unterschätzt, welche vielleicht ein bisschen überschätzt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es sieht verrückt aus, mein Gesicht hat die Farbe meiner alten Wand, mein Dekolleté die Farbe des Sommers. Das ist okay, ich habe nämlich keinen Saft in dem Gesicht. Wir werden gleich ein bisschen Farbe in mein Gesicht bringen. Ich habe hier eine komplette Kiste voll mit Alterra Make-up, um einfach mal zu schauen, was gibt es bei Alterra? Denn ich muss dazu sagen, Fakten auf den Tisch, ich bin so eine Maus, wenn ich in die Drogerie gehe, gehe ich immer zu denselben Theken. Und Alterra ist immer so eine Theke gewesen, an der ich kontinuierlich vorbeigegangen bin, bis ich vor einer Weile ein paar Produkte von verschiedenen Naturkosmetikmarken eher zufällig und aus Versehen gekauft habe. Und ich war überrascht. Ich war überzeugt, ich war überrascht. Und wir werden heute schauen, was wir damit hinkriegen. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr alle eine wunderschöne Woche habt. Mir geht's gut. Es ist sehr früh. Wir sind heute früh aufgestanden. 5:35 Uhr. Aber das ist gut, denn heute ist der Zettel voll und ich habe die letzten Tage immer natürlich schon mal so ein bisschen geschaut. Ne? Alterra ist die Eigenmarke von Rossmann, also verhältnismäßig günstig, denn da ist kein Zwischenhändler mit dabei, aber trotzdem Naturkosmetik. Ich arbeite ja oft mit Rival Loves Me zusammen, ich weiß, wie die Abläufe da sind und das wird ja alles auch in-house gemacht. Und ab und zu hatte ich schon mal so ein paar Produkte gekauft, die mir wirklich gut gefallen haben, aber ich habe festgestellt, und dazu kommen wir später nochmal, dass Produkte immer ganz gut funktionieren, wenn man Produkte von einer Marke gemeinsam trägt. Denn da sitzen Leute, die sich natürlich darüber Gedanken machen, wie kann man Produkte gut gemeinsam hinbringen. Und deswegen werden wir ein Full Face Alterra machen. Ich würde euch an dieser Stelle wie immer einmal bitten, in die Kommentare zu schreiben, welche Produkte von Alterra habt ihr vielleicht schon benutzt, welche Favoriten habt ihr von der Marke und ganz wichtig für uns in der Community, schreibt uns doch gerne auch in die Kommentare, es darf natürlich auch gerne ein bisschen länger sein, wer seid ihr, woher kommt ihr, wie alt seid ihr und wie ist euer Hautzustand. Das hilft nämlich immer vielen, vielen Leuten mehr, als wenn nur ich hier eine Review abgebe. Wir starten mit der ersten Kombination, die ich die letzten Tage tatsächlich schon ein paar Mal probiert habe, um zu schauen, ob sie funktioniert. Und das ist diese hier. Ich habe ganz, ganz viel von dieser Foundation auf TikTok gesehen. Die Anti-Age Foundation, das Anti-Age Make-up mit Lichtschutzfaktor 6 und Triple Hyaluronsäure. Ich habe hier auch einen Primer, den will ich jetzt aber nicht nehmen. Der gefällt mir ganz gut. Der ist sehr feuchtigkeitsspendend mit Rosenwasser, Bio-Rosenwasser. Sondern ich möchte das Illuminating Serum mit Vitamin C dazu kombinieren. Hier ist Bio-Aloe Vera mit drin für einen strahlenden Tag. Das sieht ein bisschen, das sieht eher aus wie ein Bronzing-Serum. Das passt aber ganz gut. Recht schimmernd. Solche Texturen haben wir schon oft gesehen. Das ist aber sehr wässrig. Also das ist nicht so eine dicke Textur, sondern eher eine weiche Textur. Was ich damit mache, ist, ich habe mir das in der Foundation gemischt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe die nämlich in der falschen Farbe hier. Es ist die 01 Light. Die ist ein bisschen zu hell. Also in mein Gesicht passt sie ganz gut, aber wir wollen hier hinkommen und nicht hierhin, hierhin. Ne? Verpackung ist schlicht, ist ein Airless Pumpspender, was ganz, ganz wichtig ist. Ich muss dazu sagen, bei Naturkosmetik gibt es so ein paar Regeln. Bestimmte Inhaltsstoffe sollen einfach nicht mit drin sein. Die Inhaltsstoffe per se haben aber eigentlich immer einen Zweck gehabt, der vielleicht nicht gut für die Haut ist, aber gut für das Produkt. Stabilisatoren, Kondensatoren, dass das Produkt einfach noch ein bisschen konservierter ist, ne? Also, dass ein Produkt länger hält. Manche Inhaltsstoffe dürfen dann halt einfach nicht mehr in den Produkten sein und das finde ich gar nicht so schlecht, denn ich bin mittlerweile auch so ein bisschen auf dem Trip, dass ich einfach ein bisschen genauer überlege, was esse ich, was packe ich in mein Gesicht, was trage ich, dazu später mehr, und eben auch, was habe ich an Produkten. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist das Anti-Age Make-up, ist etwas dicker von der Textur her, hat eine recht cremige Konsistenz. Es passt farblich okay, aber in Kombination mit diesem Serum unglaublich schön. Das gibt nämlich so einen kleinen Glow noch mit dazu. Ein bisschen Farbe und ein bisschen Pflege. Und ich mische mir das einfach hier am Handrücken und dann schnappe ich mir einen Pinsel und arbeite das ganz leicht ein. Ich bin ja eh im Moment so ein bisschen auf der leichteren Version meines Make-ups. Funktioniert einfach so, so gut. Ich habe das echt immer unterschätzt. Ich habe ja, ihr kennt mich jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre, ne? Ich habe ja wirklich immer sehr, sehr viel benutzt und habe mich dann gewundert, warum das Make-up irgendwann anfängt aufzubröckeln. Klar, es ist einfach zu viel. Das ist wie, es sieht dann manchmal aus wie so die Wüste Gobi oder so. Es bricht dann alles auseinander. Das hilft ganz gut, um einfach den Hautton so ein bisschen auszugleichen und wir kommen schon deutlich näher hier ran. Das Ganze
lässt sich sehr gut einarbeiten. Wie gesagt, das ist kein First Impression, habe ich schon benutzt. Funktioniert sehr gut, deswegen kann ich so frei und locker von der Brust darüber reden. Ich arbeite mir das einfach so in stempelnden Bewegungen ein und das sorgt dafür, dass der Hautton ein bisschen ausgeglichener wird. Ich kriege einen richtig schönen Glow, ohne dass es so zugekleistert wird. Und ich habe mich dazu entschieden, ein bisschen fokussierter auf bestimmte Zielgruppen zu gehen. Und ich kenne die Zielgruppe meiner Community mittlerweile gut. Ich finde das immer so süß, wenn ich ganz viele Kommentare von euch bekomme, ja, dass ihr aus dem Alter der durchschnittlichen Community seid. Und dann lese ich so 40 oder 60 und ich denke mir so, ihr süßen Mäuse, ihr seid genau die Zielgruppe. Wenn ihr wüsstet, wie die Zielgruppenanalyse der bei YouTube ist, ne? Und das finde ich super. Ich finde das toll. Ich freue mich darüber sehr und deswegen probiere ich natürlich auch, euch Produkte zu zeigen, die vorrangig natürlich auch für reifere Haut funktioniert oder für texturiertere Haut, unabhängig davon, ne? Unglaublich schönes Finish. Man muss dazu wissen, der Duft ist da. Ich mag den Duft sehr gerne von Naturkosmetik. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den wirklich irgendwie sehr, sehr schön und dann passt es farblich auch sehr, sehr gut. Also ich habe hier im Moment zwei kleine Mitbewohner. Die kriegt diese Foundation natürlich nicht weg. Aber sie kriegt sie so ein bisschen kaschiert. Ich kann gleich ein bisschen mit Concealer nacharbeiten. Mir geht es ehrlich gesagt so ein bisschen um das Overall-Finish. Also wie sieht die Haut im allgemeinen Bild aus? Und das ist sehr natürlich. Nicht trocken, aber auch nicht zu glowy. Wenn euch das schon zu glowy ist, lasst einfach das Illuminating Serum mit raus. Die Haut ist sehr einheitlich gemacht worden. Und das finde ich persönlich so schön, dass die Haut so gleichmäßig wird. Ohne dass es so geschminkt wird. Und ich habe kurz überlegt, wie machen wir das Make-up heute? Machen wir es wirklich stark geschminkt oder machen wir es so ein bisschen natürlicher? Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir es heute ein bisschen probieren. Ich gehe so ran, ein bisschen natürlicher hinkriegen. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber ich denke mal schon. Textur sehr, sehr schön. Haltbarkeit ist okay, würde ich sagen. Also damit kommt man schon eine Weile aus. Ich muss dazu sagen, ich kombiniere vieles einfach mit diesem Spray. Das ist das Professional von Benefit. Das sorgt wirklich dafür, dass das Make-up hält. Und das ist eins der besten Langmach-Haltbarkeitssprays, die ich kenne. Und falls ihr euch schon gefragt habt, Maxim, warum siehst du heute eigentlich so gut gekleidet aus? Dann sage ich, tja, das ist Armed Angels. Ich muss dazu sagen, es ist für mich ein Full-Circle-Moment. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr schon sehr, sehr lange hier mit dabei seid, bevor ich YouTube und Social Media Fulltime gemacht habe, habe ich als Personal Stylist bei Outfittery gearbeitet. Das ist so ein Online-Dienst, bei dem man Boxen packt an Kunden mit Kleidung und die nach ihren persönlichen Wünschen einkleidet. Und ich war einer von diesen Stylisten und eine Marke, mit der ich sehr, sehr gerne dort zusammengearbeitet habe, ohne dass die Marke es wusste, aber ich wusste einfach, dass die Produkte sehr, sehr gut, sehr gut. Das war die Marke mit dem besten Feedback von den Kunden. Wir haben nämlich auch mit den Kunden immer telefoniert. War Armed Angels und ich freue mich, dass Armed Angels dieses Video unterstützt und ich vor einer Weile schon ein paar Produkte von Armed Angels mir zusätzlich nochmal mit aussuchen konnte, denn ich habe einige Produkte schon von Armed Angels hier zu Hause und ich habe ein paar neue und ich glaube, dass es für viele von euch mit Sicherheit ganz spannend sein könnte, denn ich weiß, wie die Männer sind, deswegen bin ich eure Hilfe. Die haben manchmal nicht so Lust zu shoppen und übergeben es gerne mal an ihre Frau, an ihre Mutter oder an ihre Schwester. Und ich zeige euch mal ein paar meiner Favoriten. Ich war ja vor ein paar Tagen in Amsterdam und habe euch diese Aufnahmen hier einmal gemacht. Schaut euch bitte diesen Look an. Der ist schlicht, der ist erwachsen und der ist einfach wunderschön. Und gerade diese Hose. Ich muss dazu sagen, ich habe so ein paar Probleme, was meine Hosen angeht. Ich bin recht klein. Ich bin sehr sizilianisch gebaut. Und es ist sehr, sehr schwierig für mich, Hosen zu finden, die bei mir gut aussehen, wenn sie nicht skinny sein sollen. Und ich glaube, ich bin aus diesem Skinny-Outfit-Alter einfach raus und habe mit dieser Hose wirklich eine gefunden, die so gut sitzt. Gerade am Bund. Und das ist wichtig. Ich glaube, man unterschätzt oft, also ich spreche jetzt aus Erfahrung eines Mannes. Man unterschätzt oft, wie wichtig es ist, dass die Hose gut sitzt am Bund. Hinten an der Seite und die Hose passt einfach perfekt und in Kombination mit diesem Pulli oder auch diesem Pulli, diesem Troyer Pulli mit diesem unglaublich schönen Kragen, mit diesen richtig schönen Armed Angel Designs ist es einfach der perfekte Herbstlook. Aber, und das ist mir wichtig, weswegen ich auch das hier in dieses Video mit integrieren wollte, Armed Angels macht auch ganz tolle Dinge. Und zwar ist die Hose unter anderem auch Teil der Detox-Denim-Reihe von Armed Angels. Und ich muss ein bisschen einen kleinen Seitenhieb geben. Ich habe dafür kein Verständnis, wenn man wirklich Produkte bewirbt, die schädlich sind. Nicht nur für Körper, sondern auch vor allem für die Umwelt. Und Armed Angels, deswegen arbeite ich gerne mit denen zusammen, macht wirklich tolle, tolle Sachen mit der Detox-Denim-Reihe. Denn sie nehmen unter anderem nachhaltigere Materialien wie
Bio-Baumwolle wie recycelte Baumwolle. Und da kommen wir zu diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Und sie produzieren die Produkte ohne gefährliche Chemikalien. Und gerade bei den, ne, man sieht so viele Dinge im Moment auf Social Media, wo du einfach nicht weißt, was drin ist, übernehme ich die Verantwortung für mich und teile diese natürlich mit euch, wenn ich euch einfach Sachen zeigen kann, die einfach nachhaltiger sind und die vor allen Dingen ohne gefährliche Chemikalien sind. Und es geht einfach darum, dass jeder mit seiner Einkaufsentscheidung einen wichtigen Teil zu einer nachhaltigeren Welt, aber auch vor allen Dingen zu Kleidung ohne gefährliche Chemikalien machen kann. Und das ist mir persönlich ein super, super Anliegen. Und natürlich geht es einfach darum, dass die Sachen gut sitzen und dass die Sachen eine gute Qualität haben. Deswegen habe ich auch schon jahrelange Erfahrung mit Armed Angels gemacht. Ne? Also ich habe wirklich tausende Boxen verschickt mit Produkten von Armed Angels und ich habe nie schlechtes Feedback bekommen. Die Produkte sind super, super schön vom Schnitt, von der Textur. Du hast wirklich das Gefühl, du hast ein... Wenn du mir den Pullover blind geben würdest, hier gerade diesen hier, könnte ich dir nicht sagen, ob er 900 oder 90 Euro gekostet hat. Tolle Texturen, ein schönes Hautgefühl. Wenn du daran riechst, wenn du ihn aus der Verpackung nimmst, es stinkt nicht. Du merkst, dass es ein gutes Produkt ist und dass da jemand ist, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie können wir schädliche Chemikalien aus den Produkten überhaupt rauslassen, wie können wir dafür sorgen, dass wir nachhaltiger sind, indem wir Textilien recyceln oder einfach nachhaltigere Textilien benutzen. Und ich kann euch da Armed Angels wirklich nur ans Herz legen. Macht bewusstere Kaufentscheidungen, gerade was die Kleidung für euch, für eure Kinder vielleicht oder aber auch einfach für euren Mann angeht. Deswegen verlinke ich euch Armed Angels und die Produkte einmal unten in der Infobox. Die Hose, ich liebe die. Das ist einfach die perfekte Herbsthose, dieses wunderschöne Braun. Und dann in Kombination beispielsweise mit so einem Accessoire wie der Cap oder diesem Trier-Pulli, vielleicht ein schönes burgunderrotes Hemd drunter, hast du ein perfektes Herbstoutfit. Und ihr könnt natürlich noch ein bisschen was sparen und das Ganze nicht auf Kosten der Natur oder von Ethik. Und deswegen verlinke ich euch Armed Angel einmal unten in der Infobox. Nutzt gerne meinen Code, damit könnt ihr dann nochmal 15% sparen. Schaut da gerne mal vorbei, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit und ich fühle mich einfach in den Sachen wohl. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man gute Produkte hat. Der Concealer ist leider sehr, sehr hell. Wenn ihr Hautfarbe Deckweiß habt, schaut euch doch einfach mit diesen Concealer an. Der ist sehr, 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 sehr hell. Den kann ich jetzt natürlich nicht benutzen. Das reicht, ne? An Concealer übrigens, Maxim. Hat auch lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Ich muss dazu sagen, ich dachte immer, dass Naturkosmetik so richtig langweilig ist. Also so wirklich unspektakuläre Texturen, einfach so basic halt, ne? Ganz und gar nicht. Wir haben nämlich gleich sogar gebackene Produkte. Und das ist natürlich, könnte auch Hourglass sein. Muss man dazu sagen. Okay, Concealer ist einmal drauf. Ich fixiere das Ganze hiermit. Das ist das Compact Puder. Ist auch ein bisschen hell. Ihr habt hier eine Puderquasten drin. Ist aber völlig egal. Und damit gehe ich einfach ganz leicht hier rüber. Nur, um es zu fixieren. Um so ein bisschen den Glanz des Concealers wegzukriegen. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und es ist sehr, sehr fein gemahlen. Also gerade wenn ihr... Ne, hier wieder, wenn ihr texturiertere Haut habt, nehmt feinere Produkte. Wenn die so ein bisschen dicker sind, kann es passieren, dass sie dann einfach in Fältchen rutschen oder einfach nicht mehr ganz so schön aussehen. Das ist sehr, sehr gut. Also man kann das so ein bisschen wie eine Foundation benutzen, hat Bio-Granatapfelextrakt mit drin. Ich benutze es wirklich nur, um so eine kleine Fixierung des Make-ups zu haben, dass alle anderen Produkte gleich auch nicht irgendwie fleckig werden oder so. Aber das mag ich ganz gerne. Und jetzt, hier, diese beiden Mäuschen. Wirklich, wirklich spannend. Wir haben einmal das Bronzing Puder in der Farbe Honey Gold, auch hier Bio-Granatapfelextrakt. Das ist mehr oder weniger matt. Das hat so ein bisschen Glow mit drin. Der ist aber recht zurückhaltend, muss man dazu sagen. Ich trage ihn mal auf. Hat so ein kleines Sonnensymbol mit drin. Riecht noch nichts. Und ihr braucht wirklich nicht viel. Ich arbeite das erst in den Pinsel und dann in meiner Hand und gehe dann hier so ein bisschen rüber, um einfach so einen Hauch an Farbe zu kriegen. Siehst du schon direkt, ne? Also es ist ein wirklich recht warmer Bronzer, aber es ist ja auch ein Bronzer. Der ist ein bisschen fester gepresst, dass es nicht so durch die Gegend staubt und gibt dir einfach einen richtig schönen, gebronzten Look. Und ich fixiere damit ganz gerne meine Foundation auch, weil du damit noch so ein bisschen mehr Farbe auf die Haut zurückkriegst. In Kombination oder auch einzeln machen wir in Kombination. Ich gehe jetzt nochmal hier schnell rüber. Die andere Seite. Ja, jetzt passt das auch ein bisschen besser zu meinem Dekolleté. Haben wir den Baked Glow Bronzer und der ist ziemlich, ziemlich krass. Der hat Schimmer, aber der ist ein bisschen kühler. Einmal reingehen, ein bisschen wegblenden und dann kann man den hier so ein bisschen rübergehen. Deswegen gebe ich den auch lieber
in der zweiten Schicht punktueller als im gesamten Gesicht mithin. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Terracotta-Produkt. Das wird meiner Mutter gut gefallen. Um der Haut einfach nochmal wirklich so einen Tan zu geben. Oder wenn ihr euren Hals ein bisschen anpassen wollt. Oder einfach ein bisschen mehr Glow haben wollt. Das ist schon fast eine Kombination aus Highlighter und Bronzer. Aber ein recht feiner Glow mit drin. Also es gibt ja diese gebackenen Bronzer, die so super, super fest sind. Hier ist es nicht so. Also das ist ein ganz feiner Schimmer mit drin. Kann man gut ausblenden. Am besten mit so einem Kabuki-Brush vielleicht übers gesamte Gesicht geben. Mag ich ganz gerne. Wichtig, immer mit dem Spray fixieren. Gebackene Produkte brauchen Feuchtigkeit. Gibt es auch als Blush. Will ich jetzt aber nicht noch dazugeben, weil es schon glowy genug. Deswegen, den kennen wir schon. Das ist die Farbe Rose Shimmer. Der ist sehr, sehr gut, wenn ihr sehr, sehr helle Haut habt. Weil der Weißanteil davon einfach sehr, sehr hoch ist. Ne? Also das ist oft das Problem bei Blushes, wenn man zu hell ist, dass sie dann zu doll aussehen. Der ist sehr, sehr subtil. Bei mir ist er ein bisschen zu weiß. Auf helle Haut sehr, sehr gut. Ich benutze aber lieber die Farbe Natural Rose, das Rouge Puder, in der Farbe Natural Rose. Für einen kleinen Pinsel. Also was mir sofort auffällt, dass die Produkte sehr, sehr fest gepresst sind, dass sie nicht so rumstauben. Und jetzt schaut ihr mal bitte diese Farbe an. Sie ist da, aber sie ist auch nicht da. Und geht so ein bisschen, muss ich dazu sagen, die ist so ein bisschen fliederfarben. Ist ein absoluter Trend im Korean Make-up. So fliederfarbene Blushes. Und du kannst damit, weil der so kühl ist, den auch gut ein bisschen gröber auftragen. Ne? Weil wenn du so einen roten Balken hier hast, sieht das komisch aus. Wenn der Ton aber ein bisschen kühler ist, kannst du den in den Bronzer mit reinmischen. Das kühlt den Bronzer runter und gibt dir einfach eine schöne Farbe. Er ist nicht zu krass pigmentiert. Er ist nicht zu krass pigmentiert, er ist leicht pigmentiert. Aber manchmal kann man sich auch aus sowas ein bisschen, kann man sich auch gute Dinge rausholen, oder? Und du bist halt nicht overblushed. Es ist ein subtiles Ergebnis, wie ich finde hier, oder? Jetzt seht ihr die Base auch nochmal so. Es ist ganz leicht, es ist ganz subtil, es ist einfach nicht zu viel. Ihr wisst ja, ich liebe es, Kajals als Lip Liner zu benutzen. Die Farbe braun. Verblenden bitte. Gerade wenn ihr empfindliche Augen habt, ne, sind so Naturkosmetikprodukte eigentlich immer gut. Bio-Shea-Butter und Bio-Jojoba-Öl. Augen- und Kontaktlinsenkeit verträglich, augenärztlich bestätigt. Und in Kombination mit dem Lipgloss, zarte Glosstextur mit Bio-Shea-Butter, Vitamin E für gepflegte, glänzende Lippen, ohne zu kleben, in der Farbe Cassis. Das ist schon eine krasse Farbe, ne? Also ich finde, die sieht in der Kamera deutlich dunkler aus. Auf den Lippen ist sie nicht mehr ganz so intensiv. Aber in Kombination mit diesem braunen Lipliner gibt mir das so Cherry Cola Lips. Sehr schöne Kombination. Super herbstlich, sehr glänzend. Klebt nicht und riecht auch nicht so künstlich. Das ist schon ein Look. Also ich überlege, was wir mit den Augen machen. Ich habe hier so eine kleine Lidschattenpalette. Trio 01 Kakao Sensation. Auch so ein bisschen was Bunteres. Also bei Lidschatten habe ich ja jetzt hier diese kleine Kakao Sensation benutzt. Eben ist die Kamera ausgegangen. Bei Lidschatten, die ist basic, die ist schlicht. Da wäre ich ehrlich, da würde ich eher so ein bisschen zu den LEs tendieren. Die sind nämlich ein bisschen mutiger als diese Standardprodukte. Es gibt wirklich viele verschiedene aus dieser Trio-Reihe. Kann jetzt auch hier noch ein bisschen was Wärmeres benutzen. Ist basic. Übrigens, das habe ich euch aber bei TikTok schon gezeigt, sind die Lippenstifte, mag ich sehr, sehr gerne. Lovely Apricot ist so ein ganz zarter Ton. Meine liebste Farbe, habe ich hier schon liegen gehabt, ist einmal Soft Mauve 03. Die Farben in Kombination sieht aus wie ein Kissengespräch. Oder die Farbe Wild Hibiscus, die hat so ein bisschen mehr Bums, ne? Sehr, sehr schöne Farben. Also gerade die in der Mitte, Soft Mauve für den Herbst, ist da. Als Mascara benutze ich die Sensitive Mascara, die besonders für empfindliche Haut geeignet ist, da auf ätherische Öle verzichtet wird. Wertvolles Biomandelöl pflegt die Wimpern zusätzlich. Die kenne ich noch nicht. Da würde ich jetzt vermutlich dazu tendieren, die wahrscheinlich mal ein paar Stündchen offen zu lassen. Die ist so soft brown, ne? Ein bisschen. Oh, das ist schön, weil die so wenig macht. Kann man das sehen? Die macht so meine Wimpern, nimmt die und färbt die einfach nur ein bisschen dunkler. Ganz natürlich. Also es nimmt wirklich nur meine eigene Wimper und gibt dir so ein bisschen Form wieder und ein bisschen Farbe. Wenn du nicht willst, dass du siehst, dass man eine Mascara trägt, aber man trotzdem sieht, dass du eine Mascara trägst. Ganz soft. Ganz soft. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn du dich bewusst für Naturkosmetik entscheidest und ein Full Face damit machst, dann bist du wahrscheinlich auch eher ein bisschen natürlicher vielleicht unterwegs. Du kannst deutlich mehr machen, gerade mit so ein paar Details, ne? So einen blauen Kajal an die Wasserlinie, da siehst du aus wie, ne? Ansonsten, Texturen
großartige Texturen. Man muss sich so ein bisschen durch die Foundations testen. Es gibt so getönte Tagescreme und so. Mit sowas komme ich persönlich aber nicht so gut zurecht. Deswegen mag ich diese hier sehr, sehr gerne. Und dann in Kombination mit den gebackenen Produkten, die sehr, sehr hochwertig auf der Haut aussehen, ne? Also du siehst nicht, dass das günstig, also das ist ja eine günstige Naturkosmetikmarke, Alter, das ist die Eigenmarke. Hast du da wirklich gute Produkte, mit denen du schöne Looks machen kannst, wenn du darauf Wert legst? Ich bin super gespannt, was ihr zu Alterra sagt, eure liebsten Produkte. Ich weiß, dass viele Produkte immer auch ganz gerne wieder viral gehen. Freue ich mich sehr davon zu hören. Und als kleine Erinnerung, schaut doch gerne nochmal bei Armed Angels vorbei. Sucht euch wirklich nachhaltigere Kleidung aus, ohne gefährliche Chemikalien. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr da auch noch ein bisschen sparen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart heute, ihr süßen Mäuse. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!